Wir schlagen konkrete Maßnahmen vor. Das haben wir schon im Bereich des Hafens gemacht. Das machen wir jetzt auch an dieser Stelle, durchaus ein kleiner Bereich, aber ein wichtiger. Und zwar schlagen wir vor, dass der Transitverkehr von Lkw, die in die Stadt durch ist, dass wir praktisch den umleiten, und zwar nicht mehr durch die Stadt lassen. Wir wissen, dass es einen sehr wichtigen Bereich gibt von internationalen Lkw-Verkehren, der aus dem Norden kommt und nach Berlin will, dass der mitten durch die Stadt fährt, Stresemannstraße und so weiter, eine hohe Belastung für uns alle in dieser Stadt. Und dementsprechend ist es gut möglich, diesen Verkehr dort auszuschließen. Der Lkw-Verkehr ist ja nicht nur insgesamt Lärmbelästigten, sondern er ist zwar nur 8% der Fahrleistung in dieser Stadt, aber er hat 41% unter anderem der Stickoxidbelastung in dieser Stadt. Das heißt überproportional und natürlich auch im Zusammenhang mit Feinstaub. Und zusätzlich ist die Situation die, dass wir befürchten, dass 40% Steigerung gegenwärtig angenommen werden müssen. Das sagt auch der Luftreinhalteplan in der Schätzung und dementsprechend dieses Problem in der Stadt sich noch mal kräftig erhöhen wird. Verschiedene Gerichte haben festgestellt, dass es notwendig ist, mehr zu unternehmen, als Hamburg gegenwärtig macht. Auch flächenweise Sperrungen sind durchaus notwendig. Ich möchte feststellen, dass diese Art und Weise des Hamburger Senats an dieser Stelle nichts zu tun und nicht weitere Maßnahmen zu erfüllen, gegenwärtig nach meiner Meinung so etwas wie eine zugelassene Körperverletzung ist. Anders kann ich diese Situation, die Sie dort machen, gegenwärtig nicht beschreiben. Von daher gibt es keinerlei Grund, nicht diese Fragestellung anzugehen, vor allen Dingen, weil es ja andere Städte gibt, die das Problem schon lange gelöst haben, zum Beispiel in München. Seit dem Jahre 2003 ist es nicht mehr erlaubt, dass in München die Lkw durch die Stadt fahren, wenn sie nicht Ziel- und Quellverkehr innerhalb der Stadt haben, sondern außenrum geleitet werden. Und dementsprechend ist seit 2003 dieses Problem in München schon gelöst. Warum soll es in Hamburg nicht auch gelöst werden? Sie verweisen darauf, dass das praktisch nach § 45 nicht möglich wäre. Wir stellen fest, dass dort zum Schutz der Wohnbevölkerung von Lärm und Abgasen solche Schritte auch der Verkehrslenkung ohne Schwierigkeiten Möglichkeit ist. Eine kleine Sache, eine Sache, die durchaus kräftig wirkt, eine Sache, die Sie sich noch nicht mal weigern, das normal im Ausschuss diskutieren zu lassen, das finde ich schon eine ziemliche Frechheit. Danke.